Essen, weil es einfach so toll ist, diese Abwasserdings zu haben. Wer ist das? Nein, du nicht. Abwasser. Das heißt einfach nur Abwasser. Aber warum die Fläche, wenn es vollkommen egal ist? Das verstehe ich nicht. Warum guckt mich dieser Typ da unten so komisch an? So nämlich, dann ist das hier ein bisschen weiter weg, dann stört das niemanden. Mal gucken, von wo kommt die Kacke alles kommt. Von da alles. Ja, sieht ganz cool aus. Dann ist es, glaube ich, egal, wo wir das hinsetzen. Jo, das kannst du haben. Da schlafen die, das sehe ich ganz genau. Das Z. Gut, hier auch. Da haben die das Z einfach vergessen. Weil die keinen Bock hatten. Oder, die haben wir nicht arbeiten wollen. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Oh, da brennt gerade was, ne? Das ist ja nicht so gut. Gut, irgendwie wächst mir das ein bisschen über den Kopf gerade. Was hat der gerade gesagt? Unser Bürgermeister ist ein Rockstar und ich werde den Fanclub gründen. Alles klar, ich bin auch noch Rockstar. Das ist, entspricht natürlich der Realität. Ich weiß gar nicht, wer das weiß. Ist ein bisschen, merkwürdig. Das war 6 Samen, ey, ich geh weg, geh weg. Ich will das nicht. Ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich bin der Bürgermeister. Ich will meine Villa. Guck mal, es hat Tag und Nacht und ich habe nie irgendwie so Freizeit. Ich muss zwar warten, aber es ist ja nicht wirklich. Also arbeite ich quasi die ganze Woche jeden Tag, wenn ich irgendwann mal online bin. Und ja, das finde ich nicht so gut. Ich meine, die können das auch machen, die Bewohner. Wirklich praktisch, dass der Werkzeugladen direkt um die Ecke ist. Ja, ich weiß, du musst einfach nur über die Straße gehen. Deswegen habe ich das natürlich gemacht. Genau gegenüber den Hochhäusern. Das habe ich von Anfang an so geplant, als ich die Stadt hier aufgebaut habe. Hier wird langsam auch ein Hochhaus entstehen, das sehe ich schon. Aber der will Sachen haben, die für mich unmöglich zu erreichen sind. Produziert hier irgendjemand gerade Samen? Jo, da. Dann könnte das vielleicht noch was werden. In 20 Minuten oder so. Da muss ich mal ein paar mehr Samen herstellen, damit diese dumme arme Frau, die will die ganze Zeit Samen haben, damit die endlich mal zufrieden ist. War das gerade ein Bug eigentlich mit dem, was sie haben sollte? Vielleicht kann ich das noch gar nicht haben. Und da habe ich gerade einen Bug gefunden, das wäre ganz cool. Und es wird wieder Tag, wie man gerade sieht. Und die Musik ist gerade wieder aus, das bemerke ich erst jetzt. Das Leben hier wird schöner werden. Oder schön werden. Ja, das wird es, wenn irgendwann mal das Abwasser klappt. Wenn die Münzen mal kommen, das Geld. Und oh, cool, die Anzeigetafeln hier. Sehr cool, zeigen eine Stadt. Das ist halt Eigenwerbung für meine Stadt, damit alle wissen auch, dass es meine Stadt ist. Wer macht denn eine Stadt auf einer Anzeigetafel? So eine Werbetafel da. Das verstehe ich nicht. So, 25 von. Och, jetzt hakt doch nicht wieder rumspiel. Das ist bei diesen Fabriken eigentlich nur so. Das ist mega hakt. So, jetzt guck, ich will wieder raus und es hat ein bisschen gehakt. Na egal. Irgendwie drücke ich mich gerade ein bisschen davor. Ich will nämlich die ganze Zeit sagen,
dass hier die letzte Aufnahme wird, die letzten Folgen von SimCity bildet, denn ich habe es ja eben schon gesagt, es wird langsam zu viel. Ich schaue nicht wirklich in diesem Spiel rein, ich bin nicht so aktiv, wie man es sein sollte. Das Spiel ist nämlich so, man sollte 15 Minuten jeden Tag rein, um das Geld einzusammeln und so weiter. Ich sehe den Wald voll lauter Bäumen. Schöner Satz. Und ich bin ja eher nicht so aktiv und deswegen kann ich hier, glaube ich, nicht so viel machen. Und ich werde das so machen wie bei Last Day on Earth, wer sich daran erinnern kann. Und wer nicht, dann nicht. Dass ich, also ich habe da ja auch abgebrochen, quasi, weil es zu viel war. Und zu lange war und dies und das. Und ja. Und da habe ich vor, eigentlich irgendwann eine Staffel 2 zu machen. Nochmal anzufangen, nochmal weiterzumachen. Aktiver zu sein. Das heißt, erstmal so eine kleine Pause zu machen. Aber das, ich habe keine Ahnung, wann ich wieder anfangen werde mit dem Spiel. Auf jeden Fall wird es vorerst nicht sein, aber ich glaube, dass ich irgendwann da nochmal was machen werde. Und ich glaube, das werde ich genau bei diesem Spiel genauso machen. Und ja, das heißt, das hier sind jetzt die letzten Folgen. Ich habe 2 Hochhäuser. Das reicht mir eigentlich völlig. Und ab geht's auf die Arbeit, du sagst es. Und, ja, also jetzt würde ich meine, ich nehme die Folgen auf, muss ewig warten, bis die Sachen fertig sind, bis ich Münzen kriege. Ich weiß, es ist nicht so, also es ist nicht so gedacht, dass man das eine Stunde lang spielt. Aber, ja. Ich habe das, glaube ich, auch genug gezeigt, genug, gespielt. Das ist so ein Spiel, das kann man ewig spielen, bis man da wirklich. Aber man kann das Ende nicht erreichen. Und eigentlich, cool, die muss die ganze Zeit Sachen, das finde ich gut. Und, ja, was sollte ich sagen hier? Ich meine, die Stadt ist schon groß geworden, wir haben viel gemacht. Und dann würde ich auch langsam ein anderes Spiel anfangen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung welches, aber ich weiß nicht, ob es genauso cool wird. Ob das nicht so cool wird. Ob das ein Online-Spiel wird, Story-Spiel wird. Kann ich nichts zu sagen, denn ich habe keine Ahnung welches. Aber, eigentlich spiele ich schon SimCity sehr lange. Im Gegensatz zu anderen Let's Plays, ich mache ja noch nicht so viele. Und, ja. Wird Zeit für eine Pause, würde ich sagen. Ich meine, wenn man jetzt so guckt, muss ich die ganze Zeit warten auf irgendwelche Sachen. Habe ich nicht so Lust drauf. Würde ich lieber ein Spiel spielen, was mir ein bisschen mehr Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es nicht schlecht. Ist vielleicht nur ein bisschen zu viel auf einmal. Aber die Grafik ist auf jeden Fall schön. Das ist, das muss man sagen. Eigentlich könnte ich die Folge auch jetzt beenden. Hier passiert wirklich nichts mehr. Ich würde gerne noch mehr Abwasser bauen. Also ich werde die Stadt wird ja so erhalten bleiben. Das wird dann in Staffel 2 einfach fortgeführt irgendwann. Und ja, dann geht's wieder weiter. Aber jetzt erstmal würde ich gerne eine Pause machen. Ich habe genug Folgen aufgenommen. Also die hier wird
ich weiß nicht, diesen Monat oder nächsten Monat erst kommen. Weil das gerade zur Zeit so, dass ich so viele nebeneinander laufende Folgen habe, unterschiedliche, dass jede Woche eine Folge zu anderem Thema quasi, also zwei Last Battlegrounds Video natürlich, Battle Royale Modus und Mag Modus ist halt verschieden und deswegen wird es hier noch ein bisschen, wird das hier erst später kommen. Ja, wie soll man das jetzt sagen? Das ist so, also ich weiß, dass jetzt noch viel kommt, aber bei euch ist das ja jetzt die letzte Folge, das ist ja ein bisschen blöd. Ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, ich würde das hier beenden. Denn, ja, es passiert nichts mehr. Das war meine Stadt, das war. Ich würde gerne den Sonnenuntergang sehen, aber man kann leider nicht weiter runter. Man kann nur so, so, so. Das sieht aber auch cool aus. Ich würde gerne die Sprechblasen ausblenden können. Ich mach mal die Ansicht, die ist ganz cool. So. Und ja, ich würde das jetzt so quasi einfrieren. Die Reihe, die Folgen, die bis das Projekt SimCity bis Staffel 2 kommt. Ich hoffe, es hat euch hier soweit gefallen. Ich weiß nicht, ob es langweilig war zum Zugucken oder nicht. Ich habe ja auch anfangs mit den Einspielern gearbeitet und so weiter. Also eigentlich war ich schon recht lange dabei und dann würde ich auch sagen, das war schon lang genug. Und dann mache ich jetzt eine Staffelpause. Das ist jetzt das große Finale quasi. Zwei Hochhäuser haben wir geschafft. Eine Villa haben wir geschafft. Es sieht schon, hier sind mehrere Blocks schon. Ich finde es nicht, ich finde es echt schon gut, nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Spiel zu spielen und ja, wenn ihr das so seht, ja, hat mir Spaß gemacht. Da können wir noch mal kurz sowas hier machen. Hat mir Spaß gemacht zum Zugucken. Würde ich gerne selber spielen, dann spielt es auch selber. Es ist vollkommen kostenlos. Es ist, es war, glaube ich, eine große Datei irgendwie. Also große Datei heißt, da kommt ja extra eine Meldung so mit WLAN und bla bla bla. Aber, ja, also man muss nicht lange spielen, man muss nur ganz kurz rein, Münzen und so weiter verbessern. Schnell herstellen und dann, ja, eigentlich macht das Spiel das ganz gut. Muss man EA sagen, ist ganz gut geworden. Aber für mich persönlich ein bisschen langweilig, auch als Let's Play ein bisschen, ja, immer das Gleiche quasi und ja, nicht so gut geeignet für ein Let's Play die ganze Zeit. Vielleicht als, wenn hier mehr los wäre, wäre das ganz cool, wenn als Livestream. Ich mache keine Quala, aber wenn ich mal welche machen würde, dann würde auf jeden Fall wieder dieses Spiel kommen. Ich rede gerade ein bisschen sehr viel, fällt mir auf, aber weiß nicht, ist ein bisschen hart für mich. Weil das Spiel ist, das habe ich echt lange gespielt jetzt schon. Und deswegen ist es irgendwie echt eine coole Stadt geworden. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das aufzunehmen. Aber da würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von SimCity Let's Build it. SimCity Build it. So, und dann, ja, würde ich sagen, bin ich raus. Ciao.